Sie heißt Rückkehr, und jetzt ist es weg, des verlorenen Sohns. Die Verführung eines Bruders. Boah, das klingt ja total spannend. Aber endlich mal wieder was Tolles, Extravagantes. Ich glaube, ich schaffe es nicht zu laufen. Los geht's. Hab Dank. Bring mich einfach zum Hause meines Paters. Es steht im Hafen von Kenchreai. Also wir sollen Lyknos zum Haus seines Vaters bringen. Und ja, dieses 450 Meter sogar entfernt noch. Ich versuche hier nochmal festen Boden zu finden. Ich glaube, das dürfte reichen. Uiuiui. Achso, ist ja noch ein Sperrgebiet. Da kann ich natürlich mein Phobos nicht rufen. Phobos ist das Pferd von Alexios. Da ist er. Also raufschmeißen. Platzieren. So. Und los geht's. Das ist ja nämlich elendig krank, wenn wir den wirklich bis zur Titte noch schleppen müssen. Sie sprachen davon, dass man ihnen etwas schuldet. Aber ich habe keine Ahnung, was sie meinen. So, mal gucken, wie man da hingelangt. Du hast sie noch nie gesehen? Wenn ich es so bedenke, sie kam mir irgendwie bekannt vor. Eine Gruppe von Banditen sucht den Hafen, in dem ich aufwuchs, schon so lange heim, dass ich mich erinnern kann. Gut, der Weg war jetzt ein bisschen sinnlos, aber gut, so ist das halt mit der Automatisierung des Pferdereitens. Da vergisst es halt mal, ein bisschen eher abzubiegen. Oh, das war jetzt ein kurzer Aussetzer. Da wären wir. Das Haus meines Paters. Schön. Und was jetzt? Muss ich dich noch reintragen hier, hä? Du Vogel. Aufheben. Und reinschmeißen in die Hütte. Du musst das Ziel auf den Boden legen. Oh, das klingt ja richtig, richtig persönlich. Bitteschön. Du bist mein Ziel. Ich muss dich auf den Boden legen. Und jetzt erzählst du mir bestimmt eine ganz tolle Geschichte. Wo wir dann letzten Endes noch viel mehr machen können, als nur jemanden zum Haus kutschieren. Also, hat mein bezaubernder Retter einen Namen? Alexios. Freut mich. Ich bin Lykinos, berühmter Dichter aus Athen. Ich kam, um meinen lieben Pater und Bruder zu besuchen. Ah, wo wir gerade von ihm sprechen? Timotheos, ich bin daheim. Das ist der liebliche Alexios. Er hat mich auf dem Weg hierher gerettet. Wo ist... Vater ist tot. Was? Oh, geil. Er wurde vor ein paar Tagen getötet von Banditen. Naja, ist halt so, ne? Und das sagst du mir einfach so... Ich muss mich auf das Begräbnis vorbereiten. Du solltest das Gleiche tun. Für deine Dienste. Wenn du so hart bist, wie du aussiehst, könnte ich deine Hilfe bei etwas anderem brauchen, bevor du gehst. Ach, wer hätte das gedacht? Ist denn das zu fassen? Ja, dein Bruder trauert auch, oder er war eiskalt? Naja, ich bin mal positiv. Wir trauern alle anders. Dein Bruder hat auch gerade seinen Vater verloren. Vielleicht hat er ihn kalt gemacht. Seit Timotheos aus dem Krieg zurückgekehrt ist, hat er sich verändert. Er hat für Athen gekämpft? Eine Weile, ja. Genau wie mein Pater. Inzwischen sind beide Fischer. Zumindest war mein Pater das. Mhm. Gib ihm Zeit. Ich überlasse das Grübeln lieber Timotheos. Du bist ein Söldling, oder? Ich will Rache an den Mördern meines Paters nehmen. Floss da nicht schon genug Blut für einen Tag? Deshalb heure ich einen Söldling an, um für mich zu kämpfen. Und mein Bruder meinte auch, dass er deine Hilfe brauchen könnte. Naja, ich bin natürlich wie immer behilflich. Nun gut, ich bleibe und helfe. Sonst passiert ja hier nichts im Spiel. Wäre ja doof. Ihr Versteck soll angeblich etwas westlich von hier im verfallenen Tempel des Zeus liegen. Mhm. Ich sorge dafür, dass die Banditen für ihre Taten büßen. Ja, wir werden einfach alle platt machen. So wie... Seit vielen Stunden. Timotheos, du sagtest, du könntest meine Hilfe brauchen.
Mein Vater diente im Athener Militär. Er hat ein ordentliches Begräbnis mit allen Ehren in seiner Rüstung verdient. Doch diese Rüstung wurde unlängst aus unserem Haus gestohlen. Und ich soll sie zurückholen? Nein. Mein Vater sah den Dieb nach der Tat aus der Stadt laufen. Aber der Händler sollte eine Athena-Rüstung haben. Sag ihm, es ist für Diokles Begräbnis. Sie waren Freunde. Ich hole die Rüstung für das Begräbnis. Kommt sofort. Ja, das war tatsächlich schon die Quest. Rückkehr des verlorenen Sohns. 10.700 Erfahrungspunkte für jemanden kutschieren. Geil.